Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs in Forza Horizon 3. In der letzten Folge habe ich angekündigt, eine Folge hänge ich noch dran. Und wir haben hier ein paar neue Veranstaltungen zur Verfügung. Ein Blitzer, eine Blitzerzone, jeweils mit bis zu 3 Sternen, die wir da zur Verfügung haben. Und ein paar Rennen sind auch dazu gekommen. Ein paar Rennen haben wir auch noch offen, wo der dritte Stern fehlt. Deshalb war nur in diesem Gebiet, da sieht mal einer an. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit ein paar Strecken, die wir so bisher noch nicht hatten. Das Bergrennen hier will mir ganz gut gefallen. Aber dafür holen wir uns erstmal ein anderes Auto. So, ich springe mal gerade runter. Ich saß nämlich immer noch in dem Audi Quattro aus der letzten Folge, der ja letzten Endes doch eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat, wie ich finde. Gut, klar, wenn jetzt Gegner hast, die alle auf Winterreifen fahren, dann hast du wahrscheinlich einfach verschissen, aber so wie es war, mit einer ausgeglichenen Konkurrenz hat der Wagen einfach unheimlich viel Laune gemacht. Mir zumindest. Ich hoffe, ihr habt es ähnlich gesehen. So, und für diese Folge hier würde ich jetzt ganz gerne mal wieder, was ich ja relativ selten mache und auch schon lange nicht mehr hatte, einen Fronttriebler nutzen. Und dazu bin ich hier falsch, da muss ich auf die Automesse auf alle anzeigen. Ich lasse mir jetzt einfach mal alles anzeigen, was Front Wheel Drive ist. Dazu müssen wir ja einmal ganz runter. Ich frage mich ja immer noch, warum man nicht diese 3 Punkte hier über diese vielen, vielen, vielen Kategorien hier oben drüber packen konnte. Dass ich hier über alles drüber scrollen muss, bis ich dann endlich sagen kann, ich hätte gerne nur Fronttriebler. Über diese 3 Kategorien hier drüber zu springen, um mir hier oben was auszusuchen, das würde mich weniger nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Frontantrieb. Auf so einen Abarth könnte ich ja auch schon Bock haben, ne? Acura Integra ist auch ein geiles Auto. Ich glaube, so ein Ding würde ich lieber Straßen aufbauen. Obwohl der in der Form schon auch was hätte, ne? So, einen hatten wir ja schon mal. Haben wir ja auf Allrad Rallye-mäßig aufgebaut. Honda Civic könnte man sich auch gönnen. Lancia Fulvia. Ich wollte eigentlich schon so ein bisschen moderneren Wagen nehmen dieses Mal. Na gut, oder ihn hier. Aber der ist mir zu schwer. Ich hätte gerne was Wendiges mit einem kurzen Radstand. Und da fallen meine Gedanken wieder auf den Fiat 500 zurück. Der hier schon auf Klasse B. Ich denke mal, dann nehme ich diese Klasse C-Variante hier. Und werde erstmal versuchen, damit ohne Upgrades zu fahren. Das ist ein Risiko, ich weiß, aber ich denke mal, das werde ich so versuchen. Lackierung. Schwarz mit rotem Streifen. Grau mit rotem Streifen. Creme-weiß, fast beige. Oder klares Eisweiß. Ich glaube, mir will er in Rot ganz gut gefallen. Rot mit weißem Streifen. Das passt auch ganz gut zu den weißen Felgen. Das gefällt mir. Dann kaufen wir den mal gerade. Dann muss ich noch gerade eine Kleinigkeit nachholen, die ich gerade... Obwohl, will ich den Audi in den Favoriten haben? Ich meine, an sich ist er ja schon nicht schlecht gefahren, ne? Ach, entscheide ich irgendwann mal. Jetzt fahren wir erstmal den kleinen Fiat. Was können wir alles öffnen? Nur die Türen, das ist nicht viel. Na gut, soll mir auch reichen. Dann gehen wir damit jetzt mal ab auf die Straße. Oder besser gesagt, ab in den Schnee. Oh, das ging schnell dieses Mal. Wunderbar. Freue ich mir doch. So, wir fahren damit. Ich denke mal, wir könnten damit wirklich das Bergrennen fahren. Obwohl ein Hillclimb mit einem Fronttriebler, das ist eigentlich... Was haben wir hier? Das ist auch ein Hillclimb. Aber einer mit weniger engen Kurven. Blizzard-Warnung auch in diesem Gebiet. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir das Ding hier. Stell dich auf Heiter ein. Wenn der Blizzard dann reinschlägt, dann schlägt er rein. Dann kann er irgendwann kommen und irgendwann wieder gehen. So. Jetzt kann ich auch schalten. Hab mich gerade in der Nase gekratzt. Entschuldigt. Der klingt auch gar nicht mal so schlecht. Die Bäume wehen. Es windet gar sehr. Sie haben ihr Ziel erreicht. Und wir fahren Blizzard Mountain Winterwald Berg. Winterwald klingt doch richtig schön. 35 Drift- oder E-Drift-Fähigkeit. Na, ihr seid lustig. Ein Fanrennen entwerfen. Als Hot-Hatch-Rennen können wir es meinetwegen machen. Da müssen wir eigentlich mit recht ausgeglichenen Gegnern unterwegs sein. Und das Ganze bitte nicht bei Blizzard. Wir haben sowieso schon Blizzard-Warnung. Das heißt, der Sturm könnte über uns hereinfallen. Aber ich will das nicht von vornherein haben. Bitte nicht. Bitte nicht.
So, liebe Leute, los geht's. Und zwar mit eben jenem Abarth 500. Früher stand die 500 ja mal für die Motorgröße, ne? Inzwischen ist davon nichts mehr übrig. Gut, wer würde sich denn auch heutzutage noch mit einem 500-Kubik-Motor mit irgendwie 30, 40 PS zufrieden geben? Das macht ja keiner mehr. Gab mal Zeiten, da war sowas... Normal ist zu viel gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. So, auf dem Schnee lasse ich wieder ein bisschen Luft raus, denke ich mal. Ich mal hier auf Unterkante 2.0. Machen wir das mal so. Und starten die Rennveranstaltung. So, Hot Hatch Rennen, alle mit Frontantrieb. Sehr ausgeglichene Chancen. Gehen wir in die Innenansicht. Einfach weil es geht, einfach weil es bockt. Ah, wir haben eine Turboanzeige. Tacho sieht auch ziemlich spacig aus. Drehzahl und Geschwindigkeitsanzeige quasi in einem. Hat was, ist mal was anderes. Man merkt den mangelnden Grip doch sehr. Das ja. Aber es geht, es geht. Also bis jetzt würde ich sagen, ich kann mitarbeiten. Aber den dritten Stern fürs Driften, den können wir definitiv in der Pfeife rauchen. Das wird nichts. Ja, für den zweiten war es ein bisschen früh. Brauchten wir gar nicht. Der macht gar keine so schlechte Figur, der kleine Fiat. Das macht gerade richtig Laune. Sollten wir an die letzte Folge etwa gleich noch mit weiteren Erfolgen anknüpfen können? Das wäre ja grandios, wäre das ja. Da täte ich mir aber freuen. Hier links ist Eis, da muss ich ein bisschen aufpassen. Sprach er und fuhr voll rein. Aber alles gar nicht so tragisch, kann man mitarbeiten. Ja doch, also... Man spürt, man ist mit dem Fronttrieb da unterwegs. Man spürt den doch sehr losen Untergrund. Aber im Allgemeinen, in den meisten Fällen, geht's. Ist ein nices Rennen am Bienen. Eins nices Rennen am Bienen. Vom Fahren her. Das ist auch schon lange nicht mehr lustig, oder? Aber komm, ab und an kann man sowas ja mal einstreuen, ne? Ist einmal pro Folge okay. Ich weiß nicht, wie viele Wörter ich pro Folge spreche. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich denke mal, ein, zwei Mal so ein Blödsinn, das ist schon im Rahmen, oder? Und guckt euch dieses Wetterchen an. Noch ist es nicht umgeschlagen, aber ich glaube, die Wolken nehmen schon zu. Wie werden anderen hier gerade davonfahren? Was ist denn los? Wir haben noch nichts umgestellt an diesem Auto. Und ich frage mich auch langsam, ob ich überhaupt irgendwas umstellen möchte. Also eigentlich ja, ich möchte eigentlich gerne was basteln, einfach um was gebastelt zu haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Wagen gibt es nicht viel zu verbessern. Fährt sich super. Okay, da war gerade ein bisschen wie Eisfläche. Fahrwerk ist gut. Ist relativ straff abgestimmt, aber gerade noch so weich, dass wir hier draußen gute Chancen damit haben. Der Frontantrieb zieht gut. Übersetzung hat was, der Motor kommt ganz gut, gerade auch aus dem Mitten heraus nach oben hin mit dem Turbo. Ein Sperrdiff haben wir mit Sicherheit hier drin, sonst wird der Wagen nicht so hier hochmarschieren. Reifen sind gut, finden eigentlich einen ganz ausgeglichenen Grip. Top. Einfach nur top. So will ich das sehen. So, also mal durch. Erster Platz. Und die anderen komplett. Guckt es euch an. Also welche dabei mit deutlich höherem Leistungsindex. 599er und wir mit 563 gerade mal. Wir wollen noch so einen Hauch mehr Index rausholen. Andere Räder drauf und einen anderen Endtopf drunter. Sowas in der Art. Gar nicht viel machen. Nur so eine
Kleinigkeit, so einen kleinen Hauch. Dann gewinnen wir das andere Rennen auch mit links. Gut, die Drift- und E-Drift-Fähigkeiten, die kriegen wir natürlich nicht so leicht zusammen. Aber dafür ist er auch ein Fronttriebler, ne? Dafür können wir dann irgendwann mal Let's Drift den Berg hoch oder so machen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir das nicht schon gehabt hätten in der Form, ne? So, komme ich von hier aus an das Schild da vorne ran? Ich fürchte fast eher nicht, ne? Obwohl, könnte gehen. Sofern ich ihn hier genug Grip finde. Ich denke mal, mit ein bisschen Schwung könnte das gehen. Hauptsache, ich sitze dann gleich nicht hier oben fest und muss mich hier rausfischen lassen. Das wäre dann doch ein bisschen peinlich. Ja doch, ohne die Winterreifen spürst du wirklich, dass das hier ein ganz anderer Untergrund ist als im normalen Horizon. Das ist schon wirklich deutlich dargestellt, ist schon ganz gut gemacht. So, wo ist das Schild? Wo ist das Schild? Da ist es ja. Aha. Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Soll mich gerade auch nicht weiter stören. Wir springen jetzt einfach mal hier runter zurück zum Außenposten. Dann wie gesagt, andere Räder drauf, anderen Endtopf drunter, zwei, drei Kleinigkeiten ändern wir. Nicht viel, gar nicht viel. Jede Schraube, die ich zu viel anfasse, könnte das Auto ruinieren. Dann muss ich wieder einstellbares Fahrwerk und so weiter einbauen, um die Ruinierung zu kompensieren. Muss ja alles nicht sein. Warum ein erfolgreiches Fahrzeug am Erfolg hindern? Was könnte man hier umbauen? Wir könnten Allrad einbauen natürlich und Turborelli-Motor und ein... Warte mal, was? Das ist ein rein Vierzylinder mit Variabler. Hatte 2 Liter rein Vierzylinder mit der variablen Ventilsteuerung. Ja, alles klar. Könnte man machen, muss man aber nicht. Müssen wir wirklich nicht bei dem Auto. Optisch haben wir ein paar Sachen zur Auswahl. Okay, gefällt mir nicht so besonders. Könnte man machen. Könnte man machen. Könnte man machen, muss man aber nicht. Heckflügel. Sieht eher ulkig aus. Der sieht aber so ulkig aus, dass ich ihn wieder lustig finde. Den nehme ich. Hier am Heck. Einmal mit dem lustigen Haken. Ja gut, ich meine, wir fahren hier nun mal Rennen, also warum nicht den Haken da reinbringen, ne? Kann man ja mal machen. Und hier als Seitenschürze, ah, ist das gleich dann irgendwie einem Rückbau. Der Wagen wird dann noch ein bisschen unscheinbarer damit, ja? Könnte man sogar machen. Was die Haube angeht, ah, das ist mir jetzt fast schon wieder ein bisschen zu viel, glaube ich. Andererseits sieht es auch wieder ganz ulkig aus. So, andere Räder habe ich gesagt. Da mache ich jetzt gar nicht viel. Andere Felgen hätte ich ganz gerne und die dann vielleicht eine Nummer breiter. Irgendwie sowas in der Art. Welche Felgen das sein werden, das weiß ich noch überhaupt nicht. Hier Asanti. Asanti. Ne, das war Avanti. Könnte man sich gönnen. Die sind eigentlich alle viel zu groß. Auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ich bleibe dabei, ich wäre dafür, dass man den Felgendurchmesser nicht nur erhöhen, sondern auch verringern kann. Gerade für solche Offroad-Umbauten. Solche Felgen machen sich gar nicht so schlecht an dem Auto. Die nehme ich, die gefallen mir. Nicht die typischen Rallye-Felgen, klar. Aber ich finde, die stehen dem Auto unheimlich gut. Und dann könnte man natürlich bis zu 2 Stufen hochgehen, aber das ist affig, das lassen wir. Ach genau, und breiter hatte ich gesagt. 125er ist natürlich direkt schon mal ein ziemlicher Sprung, aber meinetwegen soll sein. In der Realität hätte ich jetzt Angst, dass wir noch mehr über den Schnee rutschen. Im Spiel denke ich, sollte das den Grip durchaus erhöhen. Bessere Kupplung können wir meinetwegen installieren. Differential war in Ordnung, Getriebe ist auch super in Ordnung. Könnte ich mir höchstens vorstellen, hier Straßengetriebe. Aber man sieht hier starten, geht komplett runter. Ich glaube, das verändert schon die gesamte Übersetzung. Früher war es so, dass man hiermit wirklich nur eine Schaltwegsverkürzung hatte, aber ansonsten die Originalübersetzung. Das Sportgetriebe hat auch die Originalübersetzung gelassen, aber man bekam die Achsübersetzung dazu.
Beziehungsweise, wenn man nur 4 Gänge hatte, kam hierbei der 5. dazu. Und das Renngetriebe hatte damals immer 6 Gänge und die voll einstellbar. Muss ich sagen, fand ich insofern besser, dass ich eine Schaltwegsverkürzung einbauen konnte, ohne meine Übersetzung zu verstellen. Während ich hier, wenn ich mir den Startenwert ansehe, schon das Gefühl habe, dass die Übersetzung hier verstellt wird. Das müsste man eigentlich auch mal testen. Aber ein andermal, nicht jetzt. Bremsanlage, da sind gelochte Bremsscheiben drauf, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Nicht größeren gelochten, sind an der Hinterachse tatsächlich sogar kleiner, ironischerweise. Nein, die Bremsanlage ist aber eigentlich okay, die soll mir so reichen. Federn brauchen wir auch nicht verstellen. Eine Domstrebe hätte ich mir noch gegönnt, aber die ist schon drin. Gewicht, wir schmeißen das Reserverad raus, das soll aber reichen. Was den Motor angeht, offener Luftfilter rein. Sportauspuffanlage kann meinetwegen drunter. Was die Kühlung angeht, Ladeluftkühler ist schon drin. Aber ich würde sagen, einen zusätzlichen Ölkühler können wir uns durchaus gönnen und die Schwungscheibe. So tief greifen wir heute gar nicht ins Motorsystem ein. Dafür müssen wir Motor und Getriebe erstmal trennen. Obwohl, warte mal. Ich hatte schon eine andere Kupplung drin. Dann haben wir die sowieso trennen müssen. Und bei der Gelegenheit können wir dann auch gerade die Schwungscheibe austauschen. So. 1 Kilo nochmal gespart. Ja, macht doch einen ganz schlanken Fuß, oder? Mit den Rädern. Nicht typisch Rallye, aber ich finde, es sieht gut aus. Jetzt will ich mal gerade schauen, kann ich eventuell Aufkleber aufbringen, ohne dass die Aufkleber auf der Seite verschwinden? Das würde mich mal gerade noch interessieren. Nee, kann ich leider nicht. Ich hätte nämlich eigentlich ganz gerne einen Streifen auf der Haube gehabt. Aber mal schauen, vielleicht kann ich ja nicht hier an der Seite entlang hier so einen Streifen lang ziehe, noch ein bisschen drehe. Was in der Art. Einmal hier drauf stempeln. Bisschen höher. Bisschen schmaler machen. Das sind natürlich nicht die Originalstreifen, ist schon klar. Aber ich finde, die machen schon auch was her. Dann gehe ich hier aufs Dach. Und sage, hier hätte ich ganz gerne über die gesamte Länge des Fahrzeuges meinen Rennstreifen. Das Ganze ein bisschen schmaler. Und ein bisschen seitlich versetzt. So, einmal aufgestempelt. Nehmen wir mal so einen schmalen Streifen daneben. Das macht sich doch gar nicht mal so schlecht, oder? Wenn ich das jetzt hier kopiere und hier vorne anbringe. So, den ganzen Spaß ein bisschen drehen. Auf 90 Grad natürlich, möglichst exakt, ist schon klar. Das Ganze dann hier rüber angepasst. So, einmal bestätigen, dann kopiere ich es mir hier nochmal. Damit ich es auch für das Heck zur Verfügung habe. Okay, ist natürlich genau falsch rum, ne? Also einmal rum den ganzen Spaß. So, schön auf 180. Einmal hier rüber. Ist doch okay, oder? Jetzt nicht das größte Kunstwerk von allen, pardon. Aber ich denke mal, man kann es doch anbieten, ne? So. Ja, das hat was. Felgen lasse ich ruhig ein bisschen dunkel, die mache ich dieses Mal nicht weiß. Mir gefällt's. So, und damit fahren wir jetzt das andere Bergrennen noch. Ein sehr erfolgreicher kleiner Fiat, das gefällt mir. Grundfarbe lasse ich auch, das Rot hat auch was. Obwohl, warte mal. Wir könnten eigentlich noch Flügel und Spiegel lasse ich, Grundfarbe lasse ich, Felgen lasse ich auch. Ich töne die Scheiben ein kleines bisschen runter. Sagen wir mal so. Und dann soll es das gewesen sein. Ja, ich weiß, es bedeutet ein weiteres Speichern. Aber das letzte Rennen gleich, das fahren wir sowieso noch. Das fahren wir so oder so. Wir haben es vor 20 Minuten schon erreicht, aber ich habe gesagt, das fahren wir und das fahren wir. Ich stehe ja nicht immer zu dem, was ich am Anfang der Folge sage. Wenn sich die Folge zu sehr in die Länge zieht, dann breche ich halt auch schon mal ab. Vertag das Ganze ein bisschen. Aber dieses Mal liegen wir noch so gut in der Zeit. Da fahren wir das Rennen auf jeden Fall noch. Ich muss mal wieder mehr Fotos machen während der Folgen. Ich habe gar keine Thumbnails im Moment.
Ach Gott, was dauert denn da schon wieder so lange? Vorhin ging das so wunderbar schnell und jetzt haben wir die 20 Minuten erreicht, während wir auf einen Blackscreen schauen. Na, herzlichen Dank auch. Ach komm schon, Spiel. Kannst du mir nicht wenigstens mit dem Kringel unten rechts zeigen, dass du noch was tust? Naja, so geht's auch. So, dann springen wir mal zum Bergrennen hier hoch. Haben jetzt genug Zeit verloren. Oder verplempert. Mit Tunen und Lackieren. Probefahrt, denke ich mal, erübrigt sich. Viel einzustellen haben wir eh nicht. Nein, ich möchte den Wheelspin jetzt nicht abholen. Verschwinde! Dankeschön, ich will doch nur das Rennen annehmen. Erhalten Sie 100.000 Fähigkeitspunkte. Ach krass. Ob das möglich ist, weiß ich jetzt nicht. So, ein Fanrennen entwerfen. Wir können meinetwegen gerne weiter in der Hothead-Klasse bleiben. Und was die Renneinstellungen angeht, es ist wolkig. Naja, da ist mir heiter schon lieber. Nachmittag kann bleiben. Blaupause erstellen. Los geht's. So, entschuldigt meine Stille, ich habe gerade mal heimlich gegähnt. Ja, was soll ich sagen? Es war eine kurze Nacht, es war ein einigermaßen langer Tag. Nichtsdestotrotz habe ich Bock aufzunehmen. Zumal ich ja eigentlich gestern Abend schon aufgenommen hatte, aber ihr wisst ja seit der Let's Drift-Folge, dass das nicht so richtig geworden ist. Also seit der GT 86 und Lotus Cortina. Cortina, hieß das Ding so? Ihr wisst, was ich meine. Seit der Let's Drift-Folge jedenfalls, die nicht hier auf Desert Mountain war. Denn ich glaube zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch, dass ich die Audi Quattro-Folge durchaus so nennen werde. So, er hat die falsche Linie gewählt, konnte ich ihn wieder durchstechen. Hat mich gerade ein bisschen rausgetragen. Also man merkt die Mehrleistung, der Wagen lässt sich jetzt ein bisschen mehr raustragen. Aber sag mal, wie gedämpft ist denn bitte dieser Innenraum? Das fällt mir jetzt erst auf. Da hat man ja fast gar nichts von seiner Umgebung. Wenn wir weiter so durch die Gegend geschoben werden, dann hat sie natürlich was mit einfachem Rennsieg, aber wir gucken mal, was draus wird. Ja, eine Borderlands-Lackierung. Cool. Borderlands habe ich mal angespielt, mit Major übrigens. Das wollten wir auch immer weiter spielen irgendwann mal. Weil wir wollten so vieles. Wir wollten auch Portal mal Koop spielen, wir wollten auch... Kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir wollten auch Battleblock Theater mal Koop spielen, da habe ich auch immer noch unheimlich Bock drauf. Und ich glaube auch, irgendwann machen wir das mal. Das ist bereits so abgesprochen. Diese Koop-Spiele fange ich auch mit niemand anderem an, sonst wäre ich ja gespoilert, das wäre dann irgendwie auch doof. Ich weiß zum Beispiel bis heute nicht, wie der Koop von Portal 2 aussieht. Also prinzipiell ja, ich habe mir früher bei Rahmschnitzel eine ganze Menge Videos angesehen von den Custom-Maps, die gespielt haben. Aber der reguläre Story-Multiplayer, den kenne ich nicht. Bis heute. Und den hebe ich mir auch weiterhin auf. Für die Aufnahme. Weil ich da wirklich Bock drauf habe, den aufzunehmen. Also ein bisschen zu failen, ein bisschen blöde Witze zu reißen. Ich denke, das wird gut. Aber nachdem ich das jetzt erzählt habe, muss ich auf eine weitere Sache hinweisen. Ich habe keine Ahnung, wann das geschehen wird. Das kann sein, dass es noch eine ganze Weile hin ist. Der Fiat fährt sich nach dem Tuning immer noch verdammt gut. Gut, allzu viel habe ich ja nicht eingestellt, ich gebe es ja zu. Und ich gehe mal hier nach außen, damit wir auch so ein bisschen aus dem Auspuff mal hören. Von unserem neuen Sportauspuff. Wow, hier müssen wir ein bisschen Slalom ums Eis fahren. Aber der fährt sich echt gut, der Kleine. Wunderschöne Landschaft und Sprung. Ah, kein so richtiger Sprung, vielleicht reicht es noch für ein Foto. Vielleicht, nur vielleicht. Ah doch, doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier, von der Seite hebt er sogar ein bisschen ab. So, was man so machen. Kamera ruhig ein bisschen schräg gestellt wieder. Das bringt ein bisschen mehr Dynamik ins Bild. Ich denke, das hat was, ne? Das Bild muss ich natürlich noch ein bisschen heller ziehen. Was mache ich ja sowieso, heller von Sinn. Weil ich hier die Vignette drumherum packe, die nimmt so viel Helligkeit aus dem Bild, dass ich das immer noch ein bisschen nacharbeiten muss. Aber wenn das Bild dafür ein bisschen schöner aussieht, dann mache ich mir die Mühe gerne.
Ein Grund mehr, weshalb ich euch an dieser Stelle jetzt einfach mal wiederholt bitten möchte, ein Like dazulassen. Diese Like-Bettelei geht mir ja selber auf den Keks, aber im Endeffekt, unterm Strich, mache ich diese Videos halt, damit sie gesehen werden, ne? Ich denke, ihr könnt mir das ja wohl auch irgendwo ein Stück weit nachfühlen, oder? Wenn ich nicht wollte, dass das hier gesehen wird, dann könnt ihr es auch gleich sein lassen. Da brauche ich die Videos ja nicht machen. So, letzte Kurve. Und damit sind wir durch. Easy going. Gut, die Fähigkeitenpunkte haben jetzt natürlich komplett gefehlt. Aber dafür können wir diese Strecken gerne mal in einem Let's Drift mit einem Hecktriebler hochdriften. Wheelspin, Wheelspin. Kein Wheelspin. Aber 2 Sterne. Das immerhin. Wir stehen kurz vor 50 Sternen, dann kriegen wir wieder irgendwas freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas wird schon sein. So, dann würde ich sagen, ja, ist auch mal ein netter Ausblick hier, oder? So, mal angenommen, ich stelle den Wagen hier so hin. Ich hinterlasse hier natürlich ganz schöne Spuren im Schnee. Aber nur mal gerade so geschaut. Vielleicht kriegen wir hier noch ein zweites schönes Foto hin. Ah, von der Landschaft her will mir das eigentlich ganz gut gefallen. Mir fehlt hier aber so ein bisschen die Dynamik. Außerdem versinkt der Wagen zu sehr im Schnee, da brauche ich eine etwas höhere Kameraperspektive. Sieht auch gar nicht so schlecht aus, ne? Ich glaube, das andere mit mehr Dynamik gefällt mir noch besser. Ich mache hiervon auch mal einen Screenshot und dann kann ich mich immer noch entscheiden. Ihr seht ja dann, wofür ich mich entschieden habe. So, das Ganze wird jetzt gespeichert. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, danke fürs Zusehen, ciao. Euer Kerke.